So, und damit Servus und herzlich willkommen zum neuen Video von mir, Strategy One. Wir spielen hier wieder Minecraft. Und was machen wir diese Folge? Ich habe mir überlegt, wir gehen mal wieder farmen, denn wir haben fast keine Rohstoffe. Keine coolen, also Diamanten und sowas haben wir überhaupt nicht. Und ja, da hätte ich jetzt einfach Bock, wieder ein paar Höhlen zu erforschen, denn ich liebe es einfach, Höhlen zu erforschen. Das ist einfach cool. Gerade eben habe ich so leichte FPS-Einbrüche. Gott weiß warum. Also, was ist denn da los jetzt? Okay, jetzt geht's bestimmt wieder besser, hoffe ich. Okay, so. Map können wir uns doch auch anschauen. Nee, können wir nicht. Gerade passt schon alles. Okay, gut. Jo, dann gehen wir jetzt einfach mal in die Richtung. Ich glaube, hier hinten war man noch nicht so häufig. Sage ich jetzt einfach mal. Das behaupte ich jetzt, glaube ich, einfach mal. Und ich glaube, ich liege da auch nicht ganz so falsch. Außer mit dem Hacken da haben wir viel gemacht, aber sonst eher weniger. So, und ich glaube, ich mache mal diesen Shader aus, weil irgendwie meine FPS gehen trotzdem nicht hoch. Das muss an was anderem liegen, habe ich das Gefühl. Egal. Die normale Ansicht von Minecraft ist ja auch ganz schön. Boah, ich habe jetzt schon voll den Schreck bekommen, dass ich gleich wieder abfrecke. Das wäre wieder so ein typischer Anfang für mich gewesen. Aber das passiert jetzt bestimmt mal nicht, hoffe ich. Okay, hier hinten ist jetzt nicht so episch, wo ich bin. Ja, was da hinten? Achso, da hinten ist, glaube ich, die Siedlerdorf oder sowas, was ich markiert habe. Denke ich jetzt einfach mal. Ja, ich denke schon. Ah, warum sind wir denn jetzt losgegangen? Es wird dunkel, egal. Da wird es ein bisschen spannender. Wow. Huh. So, jetzt sind wir da. So, genau. Ach ja, Minecraft mal endlich wieder. Die erste Folge nach dem Urlaub. Und ich kann euch echt sagen, ich erzähle jetzt mal ein bisschen was zum Urlaub. Wir haben Norwegen gemacht. Ich werde wahrscheinlich nochmal ein kleineres Video dazu machen. So. War ziemlich geil eigentlich. Also ich muss wirklich sagen, so. Wer sieht schon mal in seinem Leben so Geysire und sowas? Also das Wetter war natürlich, man könnte ja auch einen Sommerurlaub irgendwo in einem schönen Land verbringen, was warm ist. Aber ich ganz ehrlich, wir hatten so geiles Wetter in Norwegen. Es war 20 Grad ungefähr und durchgehend Sonne fast. Manchmal halt ein bisschen bewölkt, aber man konnte halt trotzdem immer ganz gut außen mit Pulli oder T-Shirt rumlaufen. Das war gar kein Problem eigentlich. Und das fand ich richtig geil, 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 geil. Weg hier, Creeper, weg hier. Und ich, ja, zu dem Video nochmal, also ich habe da auch ganz viele Bilder gemacht und alles und ich fand es einfach so geil. Wow, hier wird auf mich geschossen, okay. Und ja, so riesige Gletscher, riesige Wasserfälle vor allem, ey. Norwegen, Island und Hammer Landschaft vor allem, finde ich Hammer. Kann man echt nicht anders sagen, also. Aber es ist halt wirklich meilenweit nichts los. Da siehst du vielleicht mal ein, zwei Leute, die da Rad fahren, aber sonst siehst du da gar nichts. Also das ist da, da merkst du nicht viel von der, also, wow. Aber da soll jetzt auch bald dieser Vulkan ausbrechen, wo oben drüber 800 Meter Eis sind, glaube ich, ey. Krass. Also wenn das Ding hochgeht, ne, da können wir uns mal für eine gescheite Flut gefasst machen. Oder starke Regenfälle. In dem Fall. Keine Ahnung, wenn es auf Schlepp verdampft. Ich weiß es nicht, mir egal. Bin jetzt kein Meteorologe oder weiß ich was. So, und wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Das ist ja unglaublich. Scheiße. Ich bin am Arsch. Ich hab mich voll verlaufen. Jo, das wird jetzt lustig. Jetzt kann ich mich, glaube ich, mit dem ganzen Sand jetzt wieder hochbuddeln, den ich gerade abgebaut habe. Hoffe ich jetzt einfach mal. Perfekt. Jetzt bin ich ziemlich weit oben und kann dann, denke ich, auch mal wieder Land sehen. Perfekt. Scheiß Land. Na toll, jetzt bin ich hochkupft. Nee, oder? Das ist jetzt nicht ernsthaft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lauf. Also mit ein, zwei Zombies komme ich ja noch zurecht, aber eine Million Creeper, vor allem so ein weißer Creeper. So was wie ein Sandmann, Schneemann, Sandmann. Oh Mann. Dezent verbeult. So, und auf unserer AIDA, wo wir waren, gab es ein Brauhaus. Die haben da ein skandinavisches Frühshoppen gemacht, das war das Unglaublichste. Also es gab kein, zum Frühshoppen gab es keine Weißwäsche. Also ich bin ja Franke und Bayer, also wir haben normalerweise Weißwäsche dazu. Erstens war das Ganze mal um 11 Uhr, also Frühshoppen um 11 Uhr war auch sehr interessant. Ein bisschen später, zu spät, aber
Dann auch noch, also wirklich so ein komisches Essen. Und das war irgendwie so eine Fischsuppe, hatten wir dann bekommen. Und dann, das, was ich mir erstmal geholt habe, war ein Maß. Also da haben alle gemerkt, dass ich ein Bayer bin oder Franke. Und ja, das war auf jeden Fall ganz witzig, aber naja. Wer erwartet, dass auf dem Brauhaus, auf der Aida ein Brauhaus ist? Also, vor allem echt. Man muss echt sagen, also da gab es Essen umsonst, halt ein Bier müsste man zahlen oder essen und trinken. Also nur Essen müsste man nicht zahlen und trinken wäre dabei, weil. Aber da haben wir uns gedacht, wir sind glaube ich noch einmal essen gegangen dann und da, weil es hat ja irgendwie keinen Sinn fürs Trinken zu bezahlen, wenn man es woanders umsonst bekommt. Und so mega überwältigend war das Essen da jetzt nicht, weil wir natürlich da andere Ausmaße gewohnt sind. Weil da so ein Schweinshaxe kriegt, da ist es in Bayern schon was anderes als auf dem Schiff halt, das ist ganz klar. Will ich auch gar nicht kritisieren, aber naja gut, machen wir jetzt mal einen Themawechsel, das ist glaube ich eher uninteressant. So, das werde ich auch alles mal in meinem Video, das ich wahrscheinlich da mal hochladen werde zu dem Ding, sagen, aber naja. Ihr merkt schon, ich bin noch nicht mehr so ganz drin im Kommentieren, ich kann nicht mehr so ganz flüssig reden, manchmal muss ich ein bisschen nachdenken, das ist schon ein bisschen komisch. Aber ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr und deswegen haben wir auch ein bisschen beruhigende Musik, es ist auch ziemlich spät abends und da denke ich, schadet es nicht, wenn man ein bisschen langsamer redet und ein bisschen gemütlicher ist. Das ist ja auch eher eine gemütliche Folge heute, da wir hier natürlich nur ein paar Höhlen erforschen. Oh, hier noch ein bisschen was. Ich hätte natürlich lieber Diamanten, aber Eisen ist auch, denke ich mal, annehmbar. Da muss ich später auch mal wieder. Ja, schon. Hat sich ja voll gelohnt, die Höhle. Muss ich später auch. Na, Attack of the B-Team spielen, genau sowas. Okay, die geht hier ein bisschen weiter, also hole ich mir erstmal die Kohle. Obwohl, Kohle haben wir mehr als genug, da muss ich jetzt echt nichts mehr abholen, das nimmt mir eigentlich nur Lagerplatz weg. Puh. Okay, Sand können wir da gut hinpflanzen. Scheiße, das war. Nice, lol. Fuck, 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 fuck. Nein, nicht sterben, Joey, nicht sterben. Fuck, jetzt sterb nicht, bitte nicht. Ach komm, komm. Ach komm. Jetzt dürfen wir dahinter rennen. Dein Bett wurde blockiert oder zerstört? Wow, what the fuck? Jetzt soll ich erstmal mein ganzes Zeug wieder. Ja, spannend. Auf jeden Fall sehr spannend. Mit der Hintergrundmusik fühlt sich das auch noch viel spannender an. Ach, wenigstens gibt es auf meiner Minimap diesen letzten Todbalken, ne? Sonst wäre ich jetzt echt am Arsch. Da waren echt wichtige Sachen dabei. Natürlich habe ich nicht alles mitgenommen, aber. Waren schon coole Sachen dabei. Das regt mich jetzt schon ein bisschen auf. Das ist wieder ein peinlicher Anfang. Dass ich da erstmal verbrannt bin. Ich habe gedacht, da könnte ich jetzt durchrennen wie so ein Tier. Ah, das war es dann doch nicht. Okay. Ich will mich auch nicht drüber beschweren. Ich probiere jetzt mal den leichteren Weg zu nehmen, da ich den Weg jetzt mittlerweile ein bisschen mehr kenne. So will ich sagen. Oh, das kannte ich zwar noch nicht, aber ich schade jetzt nicht. Wir sind auf der Suche nach unserer Leiche. Die scheint noch ein bisschen weiter weg zu sein. Okay. Da hinten ist sie, glaube ich, schon. Den Berg kenne ich. Und es hat nicht mal was mit der Nacht zu tun, dass ich gestorben bin. Und wow, die Spinne sieht echt crazy aus. Okay, das passt. Wow, verpiss dich. Weg von mir. Fuck. Wo ist hier der Eingang? Lass mich da jetzt hoch. Fuck. Ey, sag mal, ich komme hier nirgends mehr hoch. Oh, wie komme ich denn meine blöde Leiche jetzt ran? Hier. Sehr gut. Boah, da habe ich alles wieder. Puh. Bin ich zufrieden mit mir.
Brauche ich denn hiervon? Eigentlich nichts, ne? Die Axt noch. Nein, da gehe ich jetzt nicht mehr lang. Allein das Prinzip nicht, die Hülle ist für mich gestorben. Da werde ich jetzt nicht mehr lang gehen. Nee, 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 nee. Dazu bekommst du mich nicht. So, gehe ich hier raus. Gehe ich in eine andere. Mal ein bisschen Spannung zu verbreiten. Ah, oh, ein Enderman. Na, komm her, Enderman. Na, Enderman, wie geht's dir? Ich hoffe, gut. Und meine Enderperle, hallo? Ey, verpisst euch, es ist hell. Ihr müsst brennen. Brennt ihr, Lutscher? Egal, ich renne einfach weg. Das hat den gleichen Effekt. Na, brennt ihr? Ich versuche immer hinter mir herzulocken, damit die dann anfängt zu brennen. Hier haben wir ein kleines Flussdelta. Mal sehen. Ui. So. Heieieiei. Das war jetzt doch schon mal ein netter Auftakt der Folge. Heilige Scheiße. So. Das passt doch alles. Dann können wir jetzt eigentlich erstmal zum Farminghaus zurückkehren. Das ist dann in der Richtung. Wahrscheinlich eher so ein bisschen. Werde ich aber gleich auf der Minimap sehen, hoffe ich. Ja, ich glaube schon. Bisschen weiter links noch und dann müssten wir genau dahin kommen. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Super, Joey. Super. Ja, nee, warte mal, ich habe ja genau das Lagerhaus markiert, stimmt. Aber nicht zwischendrin markiert. Also ich glaube, wir müssten jetzt direkt zum Lagerhaus kommen. Mir erstmal was zu essen. Man verbraucht echt super viel Essen in dem Spiel hier. Und da sind wir ja auch schon in unserem kleinen Kapuff. So schlimm hatte ich das nicht in Erinnerung. Manchmal leckt das wirklich ein bisschen komisch. Das passt natürlich wieder sofort zu den Kühen. Wieder ein bisschen Viecher töten. So, und dann kann ich jetzt eigentlich auch schon wieder zum normalen Haus zurückkehren und ja gut, war jetzt nicht die erfolgreichste Ausbeute, die ich in meinem Leben hätte, aber war doch in Ordnung, denke ich. Ja. Du mich auch, du blödes Gebäude, ich kenne dich langsam. So, da sind wir auch schon wieder in unserem kleinen schnuckeligen Häuschen. Und ja, was machen wir denn jetzt? Ich glaube eigentlich fast für die Folge könnte man es belassen, denn ich habe jetzt mal Bock wieder ein anderes Strategiespiel. Ich habe nämlich Company of Heroes 2 jetzt mal geholt, weil ich irgendwie Bock drauf hatte. Und ich muss echt sagen, geiles Spiel, also. Erst mal 9 Stunden an einem Tag gesuchtet, nachdem ich es bekommen habe, um 13 Uhr. Also war schon geil auf jeden Fall, aber. Deswegen habe ich jetzt auch Bock drauf und ich denke, wenn ich ein bisschen besser werde, werde ich dazu auch Videos hochladen, aber das wird ein bisschen dauern. Denn. Im Moment bin ich natürlich noch nicht der Beste. Das kann ich keinem antun, wenn ich da. Also Nubi wie ein Tier. Da zocke und dann würde ich eigentlich fast sagen. Können wir die Folge eigentlich jetzt beenden? Damit danke ich mich fürs Zuschauen. Ciao und tschüss. Schönen Tag noch.